So, und damit moin moin zu einer neuen Folge Tomb Raider. Wir sind wieder hier in diesem Basislager und können gleich mal unsere Schrotflinte ein bisschen upgraden. Und ich würde sagen, wir machen dann hier einfach mal direkt weiter. Ich glaube, wir müssen in diese Richtung gehen. Würde halt am meisten Sinn machen, weil hier die Brücke ist, auf der wir noch nicht waren. Beziehungsweise wo wir hin wollten. Dann würde ich mal sagen, mal sehen, was uns der weitere Weg jetzt bringt. Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Keine Sorge, ich decke dich den ganzen Weg. Also unter der Brücke lang ist der Plan. Mal sehen, ob das so einwandfrei funktioniert. Wie sich Ruff das gerade vorstellt. Ich hoffe natürlich drauf. Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. Aber ich habe ehrlich gesagt kein gutes Gefühl bei der Sache. Vor allem, wenn ich sehe, wie wackelig die Brücke hier unten ist. Glaubst du, sie haben die Outsiderin? Keine Sorge. Falls nicht, kommen sie direkt zu uns. Vater Matthias schickt uns zu den Oni, wenn wir sie nicht finden. Nur wenn wir versagen. Und das werden... Danke. Das könnte jetzt ein Problem werden, dass sie Ruff entdeckt haben. Muss ich hin. Kantmaler. Ist auf jeden Fall am Start, aber nicht am Start genug. Ja, war angedicht. Gut, der Kantmaler hat seinen Job gut gemacht. Halt, nicht bewegen, sie sehen dich. Er sagt noch nicht bewegen. Was mache ich? Ich springe direkt über das Loch. Das sollte man so machen, auf jeden Fall. Also Ruff gibt die Warnung sehr kurzfristig, aber gerade noch rechtzeitig. Lara, pass auf! Mehr oder weniger rechtzeitig. Rechtzeitig. Guter Schuss. Ja, würde ich gerne Ruff. Wo ich hin musst. Gut, an der Stelle bin ich jetzt ein bisschen lost gerade. Lara, es sind zu viele. Ah, so. Da und dran. Und hoch. Ich glaube, das sollten wir geschafft haben. Gerade so. Okay, ich gehe jetzt rein. Bist du wirklich sicher, Lara? Ich hol sie, Ruff. Und ich komme zurück. Versprochen. Und let's go. Weiter geht's in die nächste Höhle. So viele Höhlen, wie wir schon gesehen haben auf dieser Reise, das ist... Ich würde jetzt schon ganz gerne mal den Palast sehen. Dass die Fackel nicht ausgegangen ist, ist ein Wunder.
Karte. Nach unten. Ach, hier unten ist nichts Besonderes sowieso. Ach so. Ich hab Angst vor dem, was uns jetzt erwartet. Meine Brüder, hört mich an! Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier sind wir die Solari, die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Himiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Sprecht jetzt zu uns. Unseren Bruder getötet. Jetzt töte ich dich. Das ist für Wladimir! Genau! Dimitri, Nikolai, bringt sie zu mir! Jede Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen! Keine Leiche. Den Sturz wird sie nicht überlebt haben. Wir prüfen das. Steigen wir runter. Ich weiß nicht, soll ich das unter Glück werten oder unter einem gescheiterten Versuch? Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Es ist Glück, dass sie noch lebt, aber es war auch ein gescheiterter Versuch, sie zu befreien. Mir wäre es definitiv lieber gewesen, wäre es kein gescheiterter Versuch gewesen. Das Problem ist, wir haben jetzt alle unsere Waffen verloren. Das heißt auch, wir können nur mit Bogen arbeiten. Könnte ziemlich problematisch werden. Nee.
Tageslager. Beziehungsweise Tageslager. Bringt uns nichts, aber es ist ein Speicherpunkt. Da kriegen wir auch gleich mal ein Trophäe. Büscherwurm. Ich hätte nichts gegen ein paar mehr Pfeile. Was soll ich denn tun? Bitte! Nicht so viel Zappel. Und auf einen raschen Tod hoffen. Oh Gott. Nein. Das ist schrecklich. Mit denen ich anlege. Ich habe nicht genug Pfeile. Beziehungsweise ich kann mich mit denen gar nicht anlegen. Ich muss das aufbringen, um hier rauszukommen. Dann habe ich auch direkt keine Pfeile mehr. Gut, man kann sagen, ich habe den ersten ziemlich verschwendet. Jetzt habe ich wieder ein paar Pfeile. Überlassen wir es der nächsten Schicht. Ein paar viele Pfeile. Lasst euch nicht zu lange Zeit. Ich will weiterspielen. Ja, ja, ja. Was ist, wenn die Unheiligen rausfinden, wie man die Scheiße anzündet? Scheiße. Okay, okay. Ich hasse es. Vorbeischleichen. Also, ich sehe mir das mal an. Du kannst hier bleiben. Danke, Mann. Ganz ruhig, du verlierst sowieso. Ach, nicht schon wieder. Ich sag den Sammlern ständig, wir brauchen einen neuen Generator. Ich mach schon. Zahlen. Irgendwelche Koordinaten. Wollte jemand, dass es gefunden wird? Ich will das ganze Zeug noch mitnehmen. Kurz konzentrieren. Was? Okay. Alicia, Schätzchen. Ich wollte das nicht schreiben, aber ich muss. Denn es ist vielleicht meine letzte Chance. Deine Mama ist in Schwierigkeiten und ich bin möglicherweise eine sehr lange Zeit weg. Ich weiß nicht, wann und ob du das hier je liest, aber du sollst wissen, dass ich für dich gekämpft habe. Alles in meinem Leben war für dich. Die Jobs, weg von zu Hause, das gesparte Geld, die vielen Opfer. Ich bedauere, was du jetzt alles ohne mich durchmachen musst. Falls ich nicht zurückkomme, suche Conrad Roth. Du kennst ihn nicht, aber er ist der beste Mann, den ich je getroffen habe. Und er ist dein Vater. Du hast deine Augen. Du bist das Licht meines Lebens. Und ich liebe dich über alles. Die Mutter, die verschwunden ist und wahrscheinlich nicht mehr zurückkommt. Ja, was soll man dazu sagen?
rüber, weil genau. Und unser wunderbarer Kantenmaler ist wieder weg. Oh Mann, ich hatte den Gestank vergessen. Es ist still. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Wollen Sie einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Hey, was ist da unten los? Oh hey, der Fire schickt uns. Wir sind auf sein Befehl hier. Einige Vollstrecker haben es gesagt. Er war es nicht persönlich. Also bisher können wir uns hier ganz gut durchschleichen. Das ist auch sehr wichtig, wenn wir Sam irgendwie retten wollen. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht irgendwie in einen blöden Hinterhalt oder sowas reingraten. Der Fehler war, als sie mich entdeckt haben. Da ich auch nicht so viele Pfeile hab. Das lief ganz gut, kann man so sagen. Alles, was ich aus diesem Löschen bekommen kann, nehme ich gerne mit. Mann, jetzt plündere den. Danke. Ich spekuliere, wir werden das hier wieder aufmachen müssen. Keine Chance diesmal wieder. Ich muss es cleverer machen. Nur weiter so, du Hurensohn. Wenn ich hier rauskomme, ramme ich dir deine Pfeile
Treppen hoch. Hey, nicht anstacheln! Wir arbeiten hier! Verdammter Idiot! Der Käfig ist übertrieben. Seit der Flucht des Alten wollen sie kein Risiko mehr eingehen. Diese Neuen machen nur Ärger. Wir sollten sie alle zu den Oni schicken. Und? Was wird jetzt wohl passieren? Die Sonnenkönigin. Sie wird uns endlich von hier wegführen. Was da kommt! Das war echt krass, Lara. Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grimm? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay, wir müssen das Ding lockern. Los, Jungs, nochmal. Okay, bereit? Sinnlos, Reyes. Bereit? Jetzt! Verdammt nochmal! Lara, hier läuft eine komische Scheiße. Sie haben von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Die alte Herrscherin von Yamatai. Das ist doch nett. Du meinst, das hier runterbekommen? Ja, sieht ganz danach aus. Na, das ist ja mal was. Haben wir es also doch gefunden. War nicht ganz so wie erwartet, was? Die Untertreibung des Jahres. Sam hat irgendetwas damit zu tun. Ihr Anführer glaubt, sie sei so ein Schlüssel. Na toll. Einen eigenen Charles Manson haben sie auch? Er heißt Matthias. Arme Sam. Hoffentlich finden wir sie. Alles der Reihe nach. Erstmal müssen wir aus dem Käfig raus. Sollte sich auch mal richtig umgucken. Dann hat man auch ziemlich schnell die Idee. Haltet euch irgendwo fest! Ja! Ja! Hier wird's langsam instabil. Der Boden wölbt sich schon. Vergiss es, Lara. Hol uns einfach nur hier raus. Auf der anderen Seite ist noch ein Gegengewicht. Was soll ich? Eins noch und wir können alle zusammen hier raus. Es ist da drüben. War gut, aber nicht gut genug. Leute.
Das reicht nicht, Lara. Es muss reichen. Da rein, ja. Okay, das sollte gehen. Jetzt. Ah, grad so. War schlau zum Arzt. Wo springe ich eigentlich hin? Also, ich würde mal sagen, wir sind blind. Ich hätte jetzt eigentlich nichts gegen Basislager einzuwenden. Gott sei Dank, ich hab freie Auswahl, welches Fenster ich nehme. Nein, habe ich nicht. Denn ich nehme gar kein Fenster. Da, Bekanntmana. Hat wieder Freude an seiner Arbeit gezeigt. Hey. Was soll ich denn da machen? Ja, er kommt runter. Ah, warum es eben gerade nicht ging, keine Ahnung. Vielleicht war ich irgendwie falsch positioniert, aber nehme ich jetzt. Zum Glück sind wir nicht schneller als die Gegner. Das ist Messias. Niemand geht. Das habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus Emikos Grab. Was interessiert Messias so daran? Was habe ich jetzt noch nicht verstanden? Wir werden es aber mit Sicherheit noch herausfinden.
wahrscheinlich auch ziemlich schnell. Lara, du lebst. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung, deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Hemikos Blut fließt durch deine Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Mathias. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen, von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri! Bewache sie mit deinem Leben. Lara, oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vorm Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Sie hat uns ja eigentlich nicht verraten, aber... Allein schon seine Redensart und seine Art überhaupt. Geben wir bei dem Typen kein gutes Gefühl. Geht die Munition aus.
gerade so. Warum ist dieser Typ so stark gepanzert? Das war's mit dem Versteckspiel. Jetzt bist du fällig, Mädchen. Diese Schüsse von dem Typen eben gerade wurden gesponsert von den Sturmtruppen vom Imperium aus Star Wars. Ich muss da eine Granate reinballern. Wenn wir gerade schon den Granatenwerfer bekommen haben, wird das Spiel jetzt wahrscheinlich von uns wollen, dass wir ihn auch einsetzen. Sturmgewehrmunition. Sind bisher nicht sonderlich erfolgreich. Ich hab's hier sein.
zu wissen, dass die Gondorin auf den Vernichtstreit fliegen. Was hält der da raus? Ich habe keine Munition mehr. Neues Lager. Nehme ich. Denn dann beende ich an diesem Lager jetzt die Folge. Und sage, wir hören uns beim nächsten Mal. Dann nächste Woche. Und bis dann.